Könnte Bernardo Silva im Sommer tatsächlich zum FC Bayern München wechseln? Wie der Daily Star berichtet, sind die Bayern wohl am 29-jährigen Portugiesen interessiert. Können sie ihn aus Manchester loseisen? Das schauen wir uns gleich an. Zudem soll es um Xavi gehen. Er hat in der Pressekonferenz rund um den Klassiker gestern sich geäußert und angedeutet, dass es wohl noch nicht Schluss sein könnte beim FC Barcelona. Da schauen wir genau hin. Und es wurde jetzt eine Entscheidung rund um Romelu Lukaku getroffen, wie es für ihn weitergeht. All das und mehr jetzt hier in diesem Video. Vorab lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo hier auf den Kanal, um nichts mehr über Fußball-News aus aller Welt zu verpassen. Und schaut auch gerne auf dem Instagram vorbei, Brudi_Insight, für noch mehr News. Aber damit gehen wir tatsächlich rein ins Thema. Wie geht es weiter mit Bernardo Silva? Da gibt es aktuell sehr, sehr viele Spekulationen, Gerüchte rund um einen Transfer von Bernardo Silva. Ein Abgang von Manchester City ist wohl tatsächlich wohl schon beschlossene Sache. Es gibt jetzt auch ein Transferduell, was sich so ein bisschen zuspitzt. In Spanien, da berichtet man eher über den FC Barcelona und über Paris Saint-Germain. Aber aus England haben wir jetzt nochmal einen neuen Club in den Raum geworfen bekommen. Und das ist kein geringerer Club als der FC Bayern München. Denn wie der Daily Star berichtet, sind alle Giganten von Europa an dem 29-jährigen Portugiese interessiert. Bernardo Silva ist ein absoluter Spieler von Weltklasse vermort, muss man ganz klar sagen. Seit 2017 ist er zu Manchester City gewechselt und ruft dort jedes Jahr eigentlich Topleistungen ab. Er hat noch einen Vertrag bis 2026. Es soll jetzt wohl Schluss sein. Er wäre wohl auch ungefähr per Ausstiegsklausel für knapp 60 Millionen Euro zu haben, 58 Millionen Euro, um genau zu sein. Und da sollen die wohl alle dran sein. Barcelona, Paris, Real, Arsenal und auch der FC Bayern München. Es ist natürlich jetzt auf den ersten Blick sehr, sehr schwer vorstellbar, dass die Bayern auf einmal 60 Millionen Euro für einen Spieler wie Bernardo Silva ausgeben, für einen 29-jährigen Spieler. Zum einen das, zum anderen für einen Spieler, wo sie eigentlich genug Spieler vom selben Profil in den eigenen Reihen haben. Andersrum natürlich jetzt nicht unbedingt von der Qualität, denn er spielt eine Weltklasse 8, das kann man nicht anders sagen. Und natürlich muss sich der FC Bayern München dann auch mit solch einem Spieler beschäftigen. Einen Blick auf ihn draufwerfen, das können sie definitiv, aber es ist deutlich, deutlich wahrscheinlicher, dass das Ganze zwischen Paris, Barcelona oder auch Real Madrid ausgemacht wird. Bei Barcelona wieder das Standardproblem, können sie sich den Spieler überhaupt leisten? Das ist ja immer noch nicht so ganz klar. Bei Paris muss man ihn irgendwie mit einbauen können, würde eigentlich auch nicht so gut zur Philosophie, dieser neuen Philosophie zumindest mal von Paris Saint-Germain passen, dass man auf junge französische Spieler Talente setzen möchte. Da würde jetzt eigentlich ein 29-jähriger Bernardo Silva nicht so wirklich gut reinpassen. Von daher könnte es auch ein ganz schneller Wechsel zum Beispiel einem Club wie Real Madrid werden, um dann vielleicht die Modric-Nachfolge anzugehen. Wobei man sagen muss, mit Bellingham, mit Camavinga, mit einem Tchouaméni, mit einem Valverde hat man eigentlich auch für diese Position wieder mehr als genug Spieler. Von daher könnte es ja vielleicht doch was bei den Bayern werden. Ist fraglich, sein Berater Jorge Mendes, der ist auf jeden Fall Dauergast bei diversen Top-Clubs, unter anderem natürlich auch bei den Katalanen, unter anderem auch vielleicht mal beim FC Bayern München. Das letzte Wörtchen ist noch nicht gesprochen. Wir gucken uns das dann an, wenn es da dann nochmal heißer wird. Bevor wir mit dem Video weitermachen, gehen wir einmal kurz rüber zu meinem Sponsor Prozis. Dort könnt ihr, wie ihr wisst, mit dem Code BULI jederzeit 10% sparen. Also bei allen Aktionen, die es da sonst noch so gibt, könnt ihr nochmal 10% on top mit meinem Code BULI sparen. Aber was ist überhaupt Prozis? Dort findet ihr eigentlich alles rund um eine gesunde Ernährung und auch natürlich rund um den sportlichen Bedarf. Von Trainingskleidung über Eiweißpulver, über andere Supplements wie BCAAs oder auch Intra-Workouts, Elektrolyte oder was man sonst so vielleicht auch beim Fußball gebrauchen kann. Aber ihr könnt euch dort auch Fertiggerichte bestellen, die proteinreich sind, die gesund sind und alles bekommt ihr in absoluter Top-Qualität. Schaut gerne mal hier in die Videobeschreibung, dort findet ihr einen Link zu Prozis und mit dem Code BULI könnt ihr immer 10% sparen. Das war's von mir und damit weiter im Video. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Romelu Lukaku. Wie geht's bei ihm denn weiter? Aktuell, da vergisst man das fast schon so ein bisschen, er ist ja nur von Chelsea verliehen. Er ist an die AS Roma verliehen und jetzt hat man sich wohl mit Lukakus Umfeld auf ein Preisschild geeinigt. Die Blues möchten, so haben sie es Lukakus Umfeld mitgeteilt, 43 Millionen Euro haben, dann könnte er den Verein verlassen. Und da hat die Roma gesagt, so berichtet es die Gazzetta dello Sport, nein, das ist zu viel für einen Spieler, der 18 Tore in 41 Spielen in allen Wettbewerben gemacht hat. Ist zwar eine ganz solide Leistung, aber man wird nicht über 40 Millionen Euro für so einen Spieler ausgeben und deshalb soll er nach dem Ende der Leihe wieder zurückgeschickt werden. Lukaku hingegen, der möchte wohl sehr gerne bei der Roma bleiben, hofft eigentlich auch, dass man die Leistungen, die er da gezeigt hat, dass man da vielleicht die Verantwortlichen umstimmen konnte. Stand jetzt ist es aber nicht so. Er wird im Mai eben auch schon 31 Jahre alt. Ab Sommer hat er dann noch 2 Jahre Vertrag bei Chelsea. Dass er aber nochmal einmal für Chelsea aufläuft, das gilt jetzt äußerst unwahrscheinlich. Das Tischtuch ist da wohl komplett zerschnitten. Clubs aus Saudi-Arabien, die wollten ihn im vergangenen Sommer schon haben. Vielleicht kann er da jetzt nicht mehr Nein sagen, denn für über 40 Millionen Euro musste er erstmal
mal einen Club finden, den man beispielsweise, der bereit wäre, so viel für Lukaku auszugeben. Von daher könnte es leider sehr, sehr traurig werden und er dann in die Saudi Pro League wechseln. Würde ich jetzt Lukaku nicht unbedingt wünschen. Ich würde ihn gerne nochmal auf einer ganz großen Bühne in Europa sehen, aber er zeigt eben wenig, was ihn dafür qualifizieren würde. Oder wie seht ihr es? Eure Meinung dazu natürlich auch wie immer gerne in die Kommentare. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Xavi, wie geht es mit ihm weiter? Gestern, da hat der El Clasico stattgefunden und am Rande dieses El Clasicos, da hat er auch so ein bisschen über seine Zukunft gesprochen. Sonst hieß es ja immer, das verkündete Ende seines Abtretens als Trainer beim FC Barcelona, das soll zum Saisonende fix sein, da gibt es nichts mehr dran zu rütteln. Und da wurden jetzt aber mal so ein bisschen andere Töne angestoßen, denn auf der Pressekonferenz sagte er, dass über seine Zukunft ein Meeting noch nicht angesetzt sei, aber es wird in der Zukunft definitiv Zeit dafür geben, um nochmal über seine Zukunft zu sprechen. Und damit hat er wohl das erste Mal jetzt so ein bisschen gesagt, dass er wohl bereit ist, sich nochmal mit Juan Laporta an einen Tisch zu setzen, denn der Präsident vom FC Barcelona, der wirbt jetzt schon seit Wochen um Xavi, will unbedingt, dass die Vereinslegende irgendwie bleibt und es könnte sein, dass er jetzt irgendwie mit dieser Taktik Erfolg hat. Gerade auch, wenn man sich den Clásico anguckt, vielleicht kann man dann irgendwie, wenn dann in der Liga noch was gehen sollte, wobei das ziemlich unwahrscheinlich ist, denn da ist man wirklich ziemlich weit hinten an, dann könnte das nochmal etwas werden. Wobei man sagen muss, Xavi hat schon sehr, sehr viele Punkte wieder gut gemacht. Er hat ja eine fast perfekte Rückrunde gespielt, außer dieses Ausscheiden gegen Paris Saint-Germain, was aber auch mal passieren kann, lief da eigentlich immer alles nach Plan. Wie gesagt, eure Meinung zum ganzen Thema gerne mal in die Kommentare. Meint ihr, Xavi hat da irgendwie noch eine Chance, um da weiterzumachen? Dann kommen wir noch zu einem weiteren Thema und das ist Calvin Phillips, ein Spieler, der ja schon häufig mit auch zum Beispiel dem FC Bayern München in Verbindung gebracht wurde. Deswegen kennt ihr ihn alle. Er ist ja aktuell an West Ham United verliehen und wie Sky jetzt berichtet hat und bestätigt hat, wird der defensive Mittelfeldspieler im Anschluss an seine Leihe wohl zu Manchester City zurückkehren. Der Londoner Club West Ham, sie planen nicht, den Engländer fest zu verpflichten, würde wahrscheinlich auch einiges kosten, aber es ist einfach auch so, dass sich natürlich Calvin Phillips und auch West Ham United deutlich mehr von dieser Zusammenarbeit versprochen haben. Er ist ja erst im Winter auf Leihbasis an Bord gekommen, seitdem hat der Sechser eigentlich auf ganzer Linie nur noch enttäuscht, kam in den vergangenen Partien gar nicht mehr zum Zug, wurde gar nicht mehr reingebracht. Bei Manchester, da hat er auch wohl keine Zukunft. Man City will Calvin Phillips verkaufen. Im Gespräch ist aktuell wohl eine Rückkehr zu seinem vorherigen Club Leeds United. Da muss man natürlich schauen, wie es da preistechnisch aussieht, denn was da so auf transfermarkt.de noch so ausgeschrieben wird, 28 Millionen Euro, weiß ich nicht, ob Leeds United bereit ist, das zu zahlen. Sein Marktwert ist ja von 50 Millionen Euro gesunken, damals für 49 Millionen Euro von Leeds United zu Manchester City gewechselt im Jahr 22 und seitdem, muss man wirklich sagen, eigentlich nie so eine richtige Rolle gespielt. Ein Wechsel zum FC Bayern München hat sich damals auch zerschlagen, man hat mal über eine Leihe und so weiter nachgedacht, wurde alles nichts. Von daher müssen wir uns die ganze Situation nochmal vor Augen führen und ich bleibe da mal dran, wenn es da was Neues und was Spannendes zu vermelden gibt, dann erfahrt ihr das wie immer hier als erstes. Das soll es zum Thema heute gewesen sein. Was sagt ihr dazu, eure Meinung wie immer in die Kommentare? Bis dahin, Leute. Ciao.